Okay, der HomePod Mini ist seit November 2020 erhältlich und wurde eigentlich ziemlich gut verkauft. Trotzdem stelle ich mir die Frage, ob es sich nach über 2 Jahren noch lohnt, sich einen zu holen. Alles über den HomePod Mini und an wen ich ihn empfehlen würde, in diesem Video. Los geht's! Also, mit was haben wir es hier zu tun? Der HomePod Mini ist eigentlich ein normaler HomePod, einfach in klein. Über das Design und die Verarbeitung kann ich nur Gutes erzählen. Die Stoffummantelung umfasst das ganze Gerät und gibt dem Lautsprecher ein sehr hochwertiges Aussehen. Auch das Touchdisplay, das Fun Fact aus ein paar LEDs und einem Milchglas besteht, sieht sehr gut aus. Aber für was nutzt man so einen 99€ Lautsprecher? Nur als Standalone-Gerät ist er eigentlich ziemlich langweilig. Ich meine, versteht mich nicht falsch, man kann mit ihm Musik hören und das in einer erstaunlich guten Qualität. Spannend wird der Lautsprecher, wenn man entweder mehrere davon hat oder seine Smart Home Geräte damit verbindet. Wenn man mehrere HomePod Minis hat, kann man sich ein Multi-Room-System bauen und so in mehreren Räumen gleichzeitig Musik laufen lassen. Das Nice daran ist, dass man sein iPhone einfach nur an den HomePod halten muss und die Musik springt auf den Lautsprecher über. Zudem kann man mit einem Multi-Room-Setup auch das Feature Intercom nutzen, um so zum Beispiel allen im Haus Bescheid zu geben, dass das Essen fertig ist. Das geht allerdings auch mit der Home-App. Und wenn wir gerade über die Home-App sprechen, damit lassen sich Smart-Home-Gadgets wie Lampen, Küchengeräte, Vorhänge und so weiter einbinden. Und so lassen sich diese Geräte auch mit dem HomePod Mini steuern. Wichtig dabei ist, dass diese Geräte mit Apple HomeKit kompatibel sind. Ansonsten braucht es ein Workaround mit Siri Shortcuts. Und übrigens, der HomePod Mini hat auch einen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor eingebaut. Der wurde allerdings erst beim Release vom HomePod 2 per Software-Update freigeschaltet. Das heißt, alle von euch, die ein HomePod Mini haben, können mal Folgendes fragen. Wie ist die Temperatur in diesem Raum? Es sind 21,4 Grad Celsius Bedroom. Nice! Wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, ob sich ein HomePod jetzt noch lohnt, würde ich es folgendermaßen beantworten. Wenn du einen Smart Speaker möchtest, um deine Smart Home Geräte anzusteuern, dann bist du mit einem Amazon Alexa oder Google Assistant wahrscheinlich besser bedient. Das, weil sie mehr Schnittstellen unterstützen. Klar, mit Apple HomeKit kann man einige Geräte einbinden, aber zum Beispiel meine smarte Lampe unterstützt nur Google Assistant und Amazon Alexa. Damit ich sie über Siri steuern kann, musste ich für jede Lichteinstellung einen Kurzbefehl erstellen. Das ist für eine Lampe nicht besonders schlimm, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich eine ganze Wohnung so einrichten muss, dann habe ich jetzt schon keine Lust mehr. Wenn du einen Smart Speaker möchtest, um Sprachassistenten Fragen zu stellen, dann ist der HomePod mit Siri auch nicht die beste Lösung. Wenn du aber einen kleinen Lautsprecher willst, der trotzdem gute Soundqualität liefert, oder du die nahtlose Erfahrung mit dem Apple-Ökosystem haben willst, dann ist der HomePod Mini genau für dich. Was denkt ihr? Lohnt sich ein HomePod Mini? Was sind eure Gedanken dazu? Schreibt diese gerne unten in die Kommentare. Und das war es mit meinem ganz kurzen Video über den HomePod Mini. Wir sehen uns bald wieder. Haut rein!